Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Richtlinie 3.2 vorhersehbar der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Das Video ist Teil der Reihe im REMEX Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Die Richtlinie 3.2 gehört zum Prinzip 3, verständlich. Das lautet auf Deutsch: Informationen und Bedienung der Benutzerschnittstelle müssen verständlich sein. Und ich zitiere nach der Übersetzung von Aktion Mensch. Und die Richtlinie 3.2, vorhersehbar, lautet: Sorgen Sie dafür, dass Webseiten vorhersehbar aussehen und funktionieren. Diese Richtlinie richtet sich an folgende Benutzergruppen: Benutzer mit Screenreader, Benutzer, die eine starke Bildschirmvergrößerung benötigen aufgrund von Sehbehinderung, Benutzer mit kognitiver Behinderung, auch automatische Tests, User Interface Testing und im Prinzip an alle Benutzer, denn von vorhersehbaren Webseiten profitieren alle. Das Erfolgskriterium 3.2.1 hat den Titel bei Fokus und lautet: Wenn irgendein Bestandteil den Fokus erhält, dann löst dies nicht eine Änderung des Kontextes aus. Es geht also um den Tastaturfokus. Wenn Benutzer eine Webseite mit der Tastatur bedienen, ohne Maus oder ohne Zeigegerät, dann dient der Tabulator dazu, den Eingabefokus weiterzusetzen. Also das sind dann nur Elemente auf der Webseite, die eine Eingabe erwarten, zum Beispiel Links oder Formularelemente. Und bei diesen Elementen darf jetzt nicht automatisch irgendwie etwas auf der Webseite ausgelöst werden, weil der Benutzer möchte ja einfach nur schauen, welche Eingabeelemente gibt es auf dieser Seite. Und wenn er etwas auslösen möchte, dann wird er das tun mit der Enter-Taste oder indem er Eingaben macht. Es ist also verboten, aufgrund eines Erhaltens des Fokuses ein neues Fenster aufzumachen oder zu einer neuen Seite zu gehen oder eine neue Anwendung zu öffnen oder einfach den Tastaturfokus woanders hinschieben oder auch größere inhaltliche Veränderungen zu machen. Das dient einfach dazu, dass der Benutzer nicht verwirrt ist. Es dient auch dazu, dass der Benutzer sich einfach umschauen kann auf der Seite, ohne irgendetwas auszulösen. Das ist relativ selten, dass das falsch gemacht wird. Ein Beispiel, das so ein bisschen in der Grauzone liegt, habe ich hier. Es geht hier um einen Slider, der automatisch weitergeht. Aber wenn man jetzt den Fokus auf diese Punkte hier setzt, also der Slider besteht aus einem Bild und ein bisschen Text und es wird dann immer wieder ausgetauscht, insgesamt 8 verschiedene Varianten gibt es und dann beginnt es wieder von vorne. Und man kann jetzt durchtappen durch den gesamten Inhalt des Sliders, dann werden immer die Links angesprungen und dann habe ich unterhalb dieses Sliders noch diese 8 Punkte, die als Navigationspunkte dienen, um eben nochmal gezielt vom ersten bis zum achten Element des Anspringen zu können. Und das sind eigentlich Links. Und ich habe jetzt den Tastaturfokus hier mal rot markiert. Und wenn ich jetzt mit der Tab-Taste weitergehe, dann würde das automatisch auf das zweite Element des Sliders springen, was aber falsch ist. Ich müsste, da es ein Link ist, ja eigentlich zuerst die Enter-Taste oder die Leertaste drücken. Also hier haben wir einen Verstoß, der jetzt vielleicht nicht so gravierend ist, aber nach dem Erfolgskriterium 3.2.1 muss ich das anders machen. Ich darf erst dann hinspringen, wenn ich die Eingabetaste drücke. Ein ähnliches Kriterium ist 3.2.2 bei Eingabe. Es geht auch hier wiederum um
eine Änderung des Kontextes, also ein neues Fenster aufzumachen oder eine neue Seite aufzumachen, neue Anwendung zu öffnen, den Tastaturfokus zu verschieben oder größere inhaltliche Veränderungen zu machen. Das Kriterium lautet, die Änderung der Einstellung irgendeines Bestandteils der Benutzerschnittstelle führt nicht automatisch zur Änderung des Kontextes. Außer der Benutzer wurde vor Benutzung des Bestandteils auf das Verhalten hingewiesen. Also wenn ich eine Warnung mache an den Benutzer, dann ist es erlaubt. Es gibt hier ein Erfolgskriterium des Labels Dreifach A, nämlich 3.2.5. Und das verbietet dann jede Änderung des Kontexts, ohne dass der Benutzer dies explizit angefordert hat. Hier sind wir noch bei Einfach A und da ist es eben erlaubt, wenn man den Benutzer vorher darauf hinweist. Aber worum geht es hier eigentlich? Eine Änderung der Einstellung, das ist, wenn ich ein Eingabefeld verändere oder einen Link auslöse, also von nicht aktiv auf aktiv schalte. Ein Beispiel, das öfters im Web vorkommt, ist, wenn ich einen Filter einbaue in eine Webseite. Hier zum Beispiel bei Amazon kann ich die Bestellungen sortieren bzw. filtern nach den letzten 6 Monaten, 3 Monate und so weiter. Und das ist ein Dropdown-Menü. Und wenn ich das auswähle, dann verändere ich diese Einstellung, diesen Wert dieses Dropdown-Menüs. Und ich darf jetzt nicht einfach loslegen und die Webseite verändern, sondern ich muss zuerst als Benutzer den Los-Button drücken. Und dann wird eben diese Änderung angewandt erst. Das sollte so gemacht werden und so ist es auch richtig. Nicht schon die Änderung durchführen, wenn ich hier diesen Wert ausgeführt habe. Aber diesen Wert verändert habe. Das ist ein bisschen eine Spannung zur Usability, weil man eben auch sagen könnte, ich kann mir doch dieses Drücken des Los-Buttons sparen, aber im Interesse der Barrierefreiheit sollte das so gemacht werden. Ein weiteres Beispiel, das so am Rande hier dazugehört, ist, es ist eigentlich gute Sitte, Links zu kennzeichnen, die ein neues Fenster öffnen. Also wenn ich das mit Underscore Target markiert habe, dass ich im HTML-Code markiert habe, dass das beim Benutzer ein neues Fenster aufmachen soll, dann sollte ich den Benutzer darauf hinweisen, dass er nicht verwirrt ist, dass auf einmal ein neues Tab oder ein neues Fenster aufgeht. Das kann ja schon verwirrend sein, wenn man zum Beispiel eine starke Vergrößerung benutzt, dann merkt man das gar nicht, dass da ein neuer Reiter aufgemacht wird. Man kann das eben auch im Title-Attribut verstecken. Diesen Hinweis, dann erscheint er, wenn ich mit dem Mauszeiger auf den Link verweile. Besser ist es, wenn ich das ganz dem Benutzer eigentlich überlasse, ob er ein neues Fenster aufmachen möchte oder nicht. Er kann das ja durch Umschalttasten auch selber steuern. Dann das Erfolgskriterium 3.2.3. Da geht es um konsistente Navigation. Es lautet, Navigationsmechanismen, die auf mehreren Webseiten innerhalb eines Satzes von Webseiten wiederholt werden, treten jedes Mal auf, wenn sie wiederholt werden, und zwar in der gleichen relativen Reihenfolge. Also es geht hier um globale Navigationsmenüs, dass die eben immer gleich erscheinen, konsistent sind. Und das ist natürlich für alle Benutzer hilfreich, insbesondere natürlich für Benutzer, die aufgrund einer Behinderung jetzt eine Vergrößerung brauchen oder ein Screen Reader und besonders auf Konsistenz angewiesen sind. Es gibt noch diese Ausnahme, außer eine Änderung wird durch den Benutzer ausgelöst, also wenn ich dem Benutzer erlaube, die Elemente des Menüs selbst anzuordnen, dann zum Beispiel ist es möglich, dass eben das inkonsistent wird. Ist aber eigentlich in der Regel schlecht. Und als Beispiel, Sie kennen das, diese globalen Menüs, die meistens horizontal über der Webseite liegen. Und wenn ich da jetzt innerhalb dieser Website von Seite zu Seite gehe, sollte das eben immer gleich aussehen. Insbesondere auch wichtig, das ist jetzt zwar nicht Bestandteil dieses Kriteriums, aber wichtig, dass ich markiere, wo ich mich gerade befinde. Hier in dem Fall die Home-Kategorie ist eben entsprechend gekennzeichnet.
Das Erfolgskriterium 3.2.4 hat den Titel konsistente Erkennung und lautet: Bestandteile mit der gleichen Funktionalität innerhalb eines Satzes von Webseiten werden konsistent erkannt. Also ein Satz von Webseiten sind Websites und es geht jetzt darum, dass ich Links, die gleich lauten, dass die auch zum gleichen Ziel führen und Links, die unterschiedlich benannt sind, auch zu unterschiedlichen Zielen führen. Das könnte man meinen, ist selbstverständlich, aber das sollte eben auf die ganze Website gelten, insbesondere natürlich für die Menüs, Navigationsmenüs, aber auch für die Links, die innerhalb der Webseiten vorkommen. Und es kann schon mal passieren, dass man hier einen Fehler macht. Schauen Sie sich dieses Beispiel an. Da sind zwei Links, ich markiere die mal. Ein Link am Anfang der Seite im Header heißt Kontakt und dann im Footer, ich habe da zwischendurch Dinge weggeschnitten, im Footer gibt es nochmal einen Link, der heißt Kontaktformular. Und wenn Sie das untersuchen, dann sehen Sie, dass die zum gleichen Ziel führen. Die sollten also auch streng genommen wirklich genau gleich lauten. Entweder beim beides Mal Kontakt oder beides Mal Kontaktformular. Aber es sollte einfach gleich sein, damit die Konsistenz gewährleistet ist. Das war Richtlinie 3.2, vorhersehbar aus der Reihe REMAX Channel, WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter gpii.eu/wcag21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.